We can't tolerate this anymore. Wir können das nicht länger tolerieren. These tragedies must end. Diese Tragödien müssen aufhören. Und damit sie aufhören, müssen wir uns ändern. Trauerfeier für die 27 Opfer des Amoklaufs von Newtown in Connecticut. Zwei Tage nach dem Massaker an der Grundschule in der Kleinstadt an der Ostküste ist der Präsident gekommen, um Trost zu spenden. Doch nicht nur das. Barack Obama will handeln. Can we say that we're truly doing enough to give all Können wir sagen, dass wir wirklich genug tun, allen Kindern im Land die Chance zu geben, die sie verdienen, ein glückliches, sinnvolles Leben zu führen? Ich habe darüber in den letzten Tagen nachgedacht. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ist die Antwort nein. Wir tun nicht genug. Wir müssen uns ändern. Das bedeutet konkret, Amerika muss seine Einstellung zu Schusswaffen ändern. Die Debatte darüber ist längst entbrannt, wie bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit auch. Obama erklärt den Kampf gegen die Gewalt in den USA nun zur Chefsache. In den kommenden Wochen werde ich alle Macht, die dieses Amt hat, einsetzen. Ich werde versuchen, meine Mitbürger von Polizisten über Gesundheitsexperten, über Eltern und Erzieher davon zu überzeugen, dass sie alles tun müssen, solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Denn was haben wir für eine Wahl? Wir können diese Dinge nicht als Normalität akzeptieren. We can't accept events like this as routine. God's heavenly plans. Eine Herkulesaufgabe in einem Land, das über das Recht auf Waffenbesitz ebenso gespalten ist wie über andere Grundsatzfragen der Politik. Auch in Newton besteht selbst unter dem Eindruck des Amoklaufs keineswegs ein Konsens über die Notwendigkeit von härteren Gesetzen, trotz aller Trauer.